Wozu ich Nadel und Faden im Garten brauche, seht ihr in diesem Video. Die Chili haben wir jetzt alle abgeerntet. Es gab schon wieder Nachtfrost, das halten die Pflanzen nicht mehr gut aus. Und damit die besser trocknen, werde ich die jetzt auf einen stabilen Faden auffädeln. Und bei Chilis ist das nicht so wie bei den Tomaten, dass die noch nachreifen, sondern die jetzt noch grün sind, die bleiben auch grün. Aber das hier sind Jalapenos, die sind auch in der grünen Variante schon anständig scharf. Die werden einfach so abgeschnitten, dass noch etwas Stiel stehen bleibt. Ja, und dann schaut man, dass man die hier schön auffädelt. Und ich werde die dann einfach an der langen Kette nach unten hin, ja, zum Trocknen aufhängen. Das mache ich jetzt mit den Früchten von dieser Jalapeno-Pflanze und dann schauen wir mal noch an die anderen Chili und Paprika. Oben wird eine Schlaufe geknotet, dann die Chili schön abwechselnd hier auffädeln und unten ein Doppelknoten, damit die letzte nicht abrutschen kann. Ich hänge die erstmal hier mit vor die Haustüre, die kommen dann natürlich mit rein, das Wetter hier draußen tut den Früchten auch nicht mehr gut und wir schnappen uns jetzt die Cherry Bomb. Die verstecken hier gerade auch noch ein bisschen die Ringelblume, ein paar Taketes und auch noch ein bisschen Minze, die ich hier geerntet habe. Und die Cherry Bomb nehme ich mir jetzt als nächstes vor. Da habe ich festgestellt, dass die noch nachgeschärft sind. Ich hatte ja zwischendrin immer mal probiert, da waren die nicht so scharf. Sind sie jetzt aber noch geworden. Ich sammle mir jetzt noch die Prachtstücke raus, fädel die auch noch auf und dann werden die hier mit bei die Jalapeno gehangen. Hier haben wir das Sommerbohnenkraut stehen. Das ist jetzt komplett nach der Blüte auch in die Samenbildung gegangen. Hier kann ich jetzt ganz viele Samen auffangen. Wer möchte, kann mich mal anschreiben. Ich verlinke es unten im Video. Ich habe einen Newsletter. Wenn ich Saatgut übrig habe, verschenke ich das ab und an. Da könnt ihr euch gerne mit dazu anmelden. Morgen soll es wieder Regen geben. Deswegen sammle ich jetzt hier das Saatgut schnell noch ein, solange es schon gut vorgetrocknet ist. Ich packe das dann wieder noch ein bisschen luftig ein. Lass es nachtrocknen. Und bewahre das dann auf, um die Pflanzen fürs nächste Jahr einfach wieder selber zu gewinnen. Und ich sammle natürlich auch nur die Samen ein von den Pflanzen, die hier am allerbesten gelungen sind. Dazu gehören auch die Zwiebeln. Hier sind ein paar ausgeblüht und die haben jetzt auch schön die Samen, die ich einsammeln kann. Ja, die werde ich hier noch so ein bisschen aus ihren Hüllen lösen. Und dann auch noch mal eine Weile in so einem Teebeutel oder in so einem Gemüseschutznetz hinhängen. Indoor, also im Raum. Vielleicht im Wohnzimmer, wo der Kamin gerade wieder brennt. Und dann kann das gut nachtrocknen und als Saatgut fürs nächste Jahr gut dienen. Auch von der Ringelblume und der Studentenblume habe ich noch jede Menge Saatgut. Wenn da jemand Interesse hat, könnt ihr auch gerne nochmal schauen, was es mit dem Pflänzchen auf sich hat, was sie können, was sie leisten, welche Wirkung sie haben. Denn da habe ich auch schon Videos zu gemacht. Demnächst geht es um eine wahre Wunderpflanze, die vermutlich die meisten selbst bei sich wachsen haben oder die zumindest in den meisten Gärten zu finden sein dürfte. Seid gespannt. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.